close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Jo Freunde, guten Morgen zu Tag Nummer 2 Vlog aus Salzburg. Und ich muss mir immer noch angewöhnen, dass ich nicht auf den Display schaue, sondern in die Linse. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben jetzt gerade noch gefrühstückt. Wie steht denn der Plan heute? Jetzt ist Sport, nehmen wir auch eine Fußball-Challenge auf. Da bin ich auch mega gespannt. Will man da reinkommen? Du bist einfach lost. Komm mal. Was habe ich gemacht? Komm. Du warst Duscher. Na, wieso stellt man eine Zahnpasta in die Dusche, bitte? Das ist dein Ernst? Ach, mit Zahnpasta? Ich muss jetzt kurz meinen Chat fragen, okay? Er hat mir gerade die Frage gestellt, was die Zahnbürste und die Zahnpasta unter der Dusche machen. Okay, also ihr müsst mir das jetzt in die Kommentare reinschreiben. Und zwar gibt es von euch da draußen Leute, die unter der Dusche während dem Duschen Zähne putzen. Ja, das sagt jetzt doch. Schreibt das mal in die Kommentare. Ich dusche immer. Also ich tue immer Zähne putzen beim Duschen. Schau, und du bist einfach los und das war alles original drauf. Grüße gehen raus. Lauch. Auf jeden Fall geht's für uns jetzt in die Akademie. Genau, vergiss nicht dem Video ein Däumchen nach oben zu geben. Vielen Dank. Und für den Algorithmus, ihr wisst Bescheid, einfach fleißig kommentieren. Später, genau, habe ich auch vergessen zu erwähnen, später Interviewrunde mit Sky. Da werden wir wieder gut im Fernsehen vertreten sein. Und dann gibt es noch ein internes Turnier, das habe ich euch gestern schon gesagt, da geht es um den Ersatzspieler für das E-Bundesliga-Finale und ja, streamen werden wir dann auch auf Twitch. Wir machen uns jetzt am Weg in die Akademie, treffen uns mit den Jungs jetzt draußen. Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's... Bato, Challenge, welcher Fluss? Das ist der Fluss. Komm. Bruder, ich weiß nicht, Donau. Salzach. Was für Donau? Echt, Salzach? Bruder, ich komme aus Wien. Also, wer kommt darauf, dass das die Salzach ist? Ja, jeder. Wir sind in Salzburg, der fließt die Salzach. Leute, was will der von mir? Von den Fähigen, die sind alle. Ja, schaut mal, Leute. Spielen wir gegen einer, komm. Machen wir 5 gegen 5. Wir sind da. Das ist die Akademie, meine Besten. Das ist echt wirklich ein wahnsinnig geiler Komplex. Unnormal krank. Storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. Hallo! And the next level. Also ich kurz zum Ablauf, wir werden es jetzt so machen. Dani ist unser Man of the Day. Genau. Ah. Für die paar Stunden. Typisch Andy. Halbe Stunde circa Führung, dann gehen wir uns umziehen. Wie gestern schon gebeten, die lange Hosen und den pinken Pulli bitte alle anziehen. Das, oder? Genau. Maxi ist Vorbild. Maxi, wenn du mich nicht hättest, ich hab dir gesagt, du musst das machen. Komm, ja. Gib zu, Kamera läuft. Schau ihn an. Dann gehen wir eben in die Turnhalle. Aufwärmen und eine halbe Stunde circa Übungen mit dem Andi und danach gehen wir auf Bato sei Challenge über. Ah, ich freue mich. Die wahrscheinlich ausarten wird, so wie ich. Das Stativ. Ist der Schlager noch da? Jawohl, wie letztes Jahr. Okay, Bruder, ich grüße dich. Leute, schaut euch an, wie groß diese Halle ist. Das ist einfach nur abnormal. Auch schon mit Holzdach, das ist so schön. Was steht da? Talent bringt dich an den Start, Einstellungen ans Ziel. Einstellungen ans Ziel. Wahre Worte. Hashtag Next Level. So muss das sein. Mhm. Bruder, du bist ja nicht streng mit mir heute, oder? Nein, mit dir bin ich immer so lieb wie ich immer war. So ein Ehrenbruder. Ja, perfekt, ja.
Ja, das ist eben unser Internat auf insgesamt 2 Stockwerke. Haben wir 88 Doppelzimmer. Doppelzimmer sind so ausgestattet, dass sie 25 Quadratmeter groß sind. Da Betten drin sind. Zwei Schränke, zwei Schreibtische. Jedes Zimmer hat zusätzlich auch noch einen Balkonzugang, dass man wirklich von einem Zimmer bis zum letzten gehen kann über die Terrassen. Das ist einfach auch nochmal, damit die Spieler zusammenwachsen, damit es ein riesiges Miteinander wird und einfach ein großes familiäres Verhältnis entsteht. Ja, die Zimmer sind wirklich bunt durchgemischt mit den Spielern verteilt, sprich es sind nicht immer nur zwei Freunde in den Zimmern, sondern es kann ja durchaus sein, dass irgendwie... Ja, in den Zimmern gibt es keinen Fernseher. Gibt es hinten so einen Gemeinschaftsraum mit einem Dartsautomaten und einem Fernseher eben, wo die Spieler sich eben gegenseitig irgendwelche Filme oder sportliche Aktivitäten anschauen können. Ab dem 18. Lebensjahr dürfen sie dann selber entscheiden, ob sie ein Fernsehzimmer haben wollen oder nicht. Wenn sie einen haben wollen, müssen sie selber einen kaufen, selber mitnehmen und selber installieren. Da übernimmt wirklich da keiner was, weil es einfach eben gewollt ist, dass man sich eben gegenseitig die Freizeit verbringt. So Jungs, ich grüße euch ganz kurz. Wir haben jetzt gerade 40 Minuten Fußball-Challenge aufgenommen. Leute, ihr müsst euch das anschauen. An der Stelle Grüße gegen Ross und Broski. Und ich denke, ihr könnt schon ahnen, was da mit mir persönlich dort passiert ist in der Fußball-Challenge. Hat sehr, sehr Spaß gemacht, war meine allererste Fußball-Challenge. Ich hoffe sehr, dass euch das Ganze gefallen wird. Und jetzt geht's ab ins Stadion. Jetzt haben wir eben für Sky, das werden wir jetzt noch schön ein paar Clips aufnehmen, Interviewrunde. Alter, ist mega, mega geil. Also, wie gesagt, die Challenge war mega. Freut euch darauf. Ich freue mich schon alleine, wenn ich das Video schneide. Ich muss die ganze Zeit lachen. Bruder. Ich habe überlebt. Ich habe auch überlebt. Aber du hast nicht überlebt. Das muss ich piepen, Leute. Ihr habt das jetzt nicht gehört. Aber Bruder, was sagst du? Wie war die Fußball-Challenge, unsere erste Fußball-Challenge? Der Maxi hat wieder mal enttäuscht. Ja, Maxi ist enttäuscht. Maxi enttäuscht nicht nur auf dem virtuellen Rasen, sondern... Ja, ist echt so. So, Freunde, Alter, ich bin gerade richtig kaputt. Wir sind gerade zurück in der E-Sports Area. Dort wird schon alles vorbereitet für die Interviews. Rudis ziehen sich alle um. Hier schon Fotoshootings. Dominik ist auch am Schlüssel. Jetzt wird, wie gesagt, alles vorbereitet für unser Interview. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr, mein erstes Interview quasi. Und ey, okay, jetzt kann ich es euch sagen. Ich glaube, ich habe mindestens 30 Versuche gebraucht. Ich glaube, ich habe am längsten gebraucht für das alles. Das war zu krass. Ehrenbruder Andres ist auch wieder am Start. Warum warst du nicht E-Sports Area? Warum warst du nicht Fußball Challenge? Nein, ich weiß nicht. Ich habe gestern Nacht noch eine Schokolade gegessen vom Hotel. Ich weiß nicht, gegen Lüsung zu allergisch. Ich glaube, irgendwas hatte das drin. Ganze Nacht am Klo. Ey, Hals hat gejuckt, geschrieben habe ich. Also. Aber geht wieder gut, oder? Naja, Farbe ist weg. Naja, ich bin auch, keine Ahnung, ein bisschen blass, aber ein bisschen müde halt schon. Hat schon viel getan. Genau. Bin schon gespannt. Ja, da stimmt's, Leute, das habe ich euch auch noch gar nicht gesagt. Also, jetzt machen wir, wie gesagt, noch die Interviews für Sky Sport Austria. Dann machen wir eben, ich glaube, das habe ich heute oder gestern schon angesprochen, das Entscheidungsturnier, wer der Einwechselspieler wird. Und später wird noch die NESL. Sergio, wie heißt diese Liga? NESL? Diese NESL, Nation Soccer League, genau so ist es. Sind wir als FC Red Bull Salzburg auch vertreten. Da haben wir auch noch ein Spiel, das müssen wir auf Twitch streamen. Und ja, danach werde ich streamen. Also wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Und glaube ich, kriege das erste Mal seit, keine Ahnung, 2 Jahren oder so. Oder lass es 1,5 Jahren sein. Endlich mal wieder eine Shisha. Also ich habe Bock. Also ich habe einfach mal Lust zu. Einmal zwischendurch, jeden Tag muss auch nicht sein. Während die Jungs alles vorbereiten, gibt es für mich noch eine Gletscher Edition. Stößchen! Hey, Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls. Fighting to create a song.
So Leute, ich muss kurz ein bisschen leiser sprechen. Jetzt beginnt schon die erste Drehsession für Sky Sport Austria. Ich denke, ich nehme euch da mal ein bisschen mit. Ich tue bei Andrés, wie das Ganze so abläuft im Hintergrund. Und ich denke, den einen oder anderen von euch wird das Ganze interessieren. Ich werde auf jeden Fall nicht jeden reingeben, aber ich denke, so Andrés ist da schon sehr, sehr professionell. Und werde ich euch dann zeigen, wie das Ganze so abläuft. Und ja, damit ihr euch mal ein eigenes Bild darüber machen könnt, über Fernsehaufnahmen. Mein Name ist Andrés Torres, bin 25 Jahre alt, FIFA E-Sports Botschafter. Und immer Hermann schauen wie in die Kamera. So, ob jetzt bitte alle komplett ruhig seid, nicht auszucken an der Playstation. Warte mal bitte. Nein, doch. Ja, also wir sind gerade beim E-Sports Bootcamp vom FC Red Bull Salzburg. Und es läuft eben über das ganze Wochenende. Ich durfte das schon im ersten Jahr der Bundesliga-Saison miterleben, glaube ich, im zweiten. Es ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung für uns und für das Team, weil wir als Team eben zusammenschweißen. Wir spielen den 85er-Modus, der eben gespielt wird beim Postfinale in Wien. Und ja, wir probieren diverse Taktiken aus und Anweisungen, um eben unser Spiel zu perfektionieren. Perfekt. Du bist jetzt das dritte Jahr dabei? Also ich bin jetzt mittlerweile schon im dritten Jahr dabei. Es war eigentlich im ersten Jahr sehr knapp. Da war es eben noch am letzten Spieltag die Möglichkeit, dass wir auch Meister werden. Hat dann am Ende nicht gereicht. Umso besser haben wir es dann im zweiten Jahr gemacht. Da wurden wir dann Meister und jetzt im dritten gilt es eben für uns, den Titel zu verteidigen. Das wollen wir auch unbedingt schaffen. Und das Niveau ist, es wird immer besser, die Konkurrenz schläft nicht. Und man sieht einfach, dass es immer besser wird, dass jüngere Spieler kommen, die eben versuchen, das Zepter in die Hand zu nehmen und eine wichtige Rolle zu spielen in bei der E-Bundesliga und allgemein im FIFA E-Sport. Aber wir sind vorbereitet und es ist eine tolle Möglichkeit, eben hier das alles auszutesten und werden dann sicher beim großen Finale auch dieses Jahr wie beim ersten und zweiten Jahr ein Wörtchen um den Titel mitsprechen. So Leute, hier mal für euch der erste Eindruck gewesen, wie man ein Fernsehinterview aufnimmt, Vorbereitung für die E-Bundesliga, für das E-Bundesliga-Finale, sagen wir es so. Ich hoffe, das hat euch interessiert. Schreibt doch gerne in die Kommentare. Also ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr, ich war mega, mega nervös, da habe ich auch ein Interview gehalten. Und wie das ist jetzt überall genau dasselbe, sind ziemlich ähnliche Fragen. Von daher denke ich mir, das zeige ich euch einmal. Ich sehe gerade übelst müde aus, Leute. Ja. Ich muss jetzt ins Wettbüro. Das ist die Frauentoilette.